Ist dir schon out in gefahren? Na, noch nicht. Das ist aber auch wirklich schwierig. Du hast doch ein Zau gesagt, aber? Ah ja, normalerweise mache ich ja auch so ordentlich gern. Aber es fällt mir einfach naut in. Mir auch nicht. Und mir hat dieser Pernische versprochen, ein Christochstück zu schreiben. Und zwar zum Thema Plätzerchen. Genau. Aber wenn es noch besseres infällt, so machen wir dann einfach ein Grippespiel. Fertig. Das geht doch immer. Ach, das holen wir doch alle Jahre. Und außerdem brauchen wir doch mindestens 8 bis 10 Leute zu. Und das kriegen wir doch in den Bedingungen mit der Pandemie überhaupt nicht zusammen. Dann dürfen es ja auch gar nicht. Mir zwar kennt ihr doch eine Weihnachtsgeschichte aus der Sicht von Viecher verzehn, der damals im Stall waren. Ich mache mal die Esel. Ja, ein alter Ass. Das haben wir schon. Hey, wer ist da mit Angefiedswerk? Was gab's denn da noch damals in dem Stall? Keine Ahnung. Vielleicht Holzbeck. Läusenflieh. Der hat auch irgendwo ihren Platz. Und weil der so klar sei, brauchte der ja nur ganz klar Plätze. Wo wir wieder beim Thema werden. Ja klar, die Weihnachtsgeschichte aus Sicht von der Flieh. Mein juckt's jetzt schon überall. So, Irmo, der hier nach seinem Herrgott sei ihr Schöpfung. Milli die Laus. Er lebt den heiligen Abend. Aber so ähnlich. So ein Quatsch. Ei, warum da? Jesus war Gott. Ein ganz Mensch. Also hat er auch mit dem Gefieds zu tun. Also damals gab es bestimmt Läusenflieh. In diesem Jesus ist bestimmt auch von so einem Gefieds gebirse worden. Das hört sich vielleicht komisch an, dass das Jesuskind vom Flohgebirse sein soll. Aber da hast du recht. Zum ganzen Mensch sein damals Gehirn auch wie Haut und jetzt die damalige hygienische Bedingungen. Genau. Und deshalb Lucy die Laus, aber Florian der Floh erleben den heiligen Abend. Na klar. Florian, der Floh, genannt Floh vor der Kälte in Stroh oder so. Jetzt wird's aber langsam blöd. Das glaube ich auch. So etwas können wir in der Adventszeit nicht über die neuen Kanäle und über das Werk bringen, über das Naumurische. Mir selten ist auf die Frau Botschaft besehen. Morgen euch. Denn mir hoch ganz die Plätzchen aus der Aare verloren. Ach, sage mal, hat doch nicht schon gebacken. Ja, aber der hat euch gar nicht versteckelt. Sonst haben wir die Christoph Kami. Ui, da hast die Plätzchen um ganz geheime Plätze platziert. Ui, da bist du, Anna. Du bist naut mich ganz trost. Alleweil riechst du nur noch die Plätzchen, aber? Also mir fällt zu dem Thema Christusplätzchen immer nur das Leid vor dem Zukowski an. In der Weihnachtsbäckerei gibt so manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knilch eine riesengroße Leckerei hintereinander. Das holt jetzt als Ohrwurm. Olli, der Ohrwurm, erlebt den heiligen Abend. Du Spinner, das wird haut naut mi. Ich hol jetzt den Kaffee in die Blätterchen und mir überlege Mornweil. Ach, recht.